Antarktis. Was geht da vor sich? Schön die Aluhüte auspacken, meine lieben Freunde. Wir sind da. Es geht los. Es geht los. Der eine Bruder sagt, verdammt, meine Alufolie ist leer. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Love Vlog Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze Community und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein von Norman Investigativ. Das Video heißt Antarktis. Was geht da vor sich? Schon lange nicht mehr in der Antarktisch-Recherche. Digga, was war das denn für ein Sprachfehler? Schon lange nicht mehr in der Fischers Fritz fischt frische Fische. Die Antarktis. Was geht da vor sich? Schon lange nicht mehr in der Antarktis-Recherche unterwegs gewesen. Das wollte ich sagen. Siehst du, hast du gesehen. Und heute ist es wieder soweit. Ja? Ich bin gespannt, was hier passiert. Gerne Daumen nach oben da lassen, schon mal Kommentärchen schreiben und den Kanal abonnieren. Los geht's. Das folgende Video wurde bereits zweimal gesperrt. Nachfolgend nun die dritte überarbeitete Version. Wer das Video bereits kennt, einfach wegklicken. Das wurde dreimal gesperrt auf YouTube, sagst du? Und ist jetzt auf Rumble gelandet. Wir sind gerade auf Rumble. Übrigens habe ich auch einen eigenen Rumble-Kanal. Den könnt ihr gerne und dürft ihr gerne auch abonnieren. Da kommen die Videos online, die von YouTube gesperrt werden. Ja, ist die Alternativplattform. Da gerne mal ein Abo dalassen. Das wäre nämlich auch die Ausweichplattform, falls es mal mit YouTube komplett vorbei sein sollte. Schön die Aluhüte auspacken, meine lieben Freunde. Wir sind da, es geht los. Es geht los. Der eine Bruder sagt, verdammt, meine Alufolie ist leer. Willkommen bei Norman Investigativ. Willkommen, mein Bruder, Digga. Norman, Alter, Bro, wir haben dich vermisst. Ich hoffe, dir geht's gut. Willkommen bei Norman Investigativ. Warum wurde die Antarktis bisher von niemandem in Besitz genommen? Was befindet sich unterhalb der Eisschicht und wieso waren die Deutschen kurz vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges dort? Auf den Spuren der Deutschen waren auch die Amerikaner dort. Ist denen irgendwas aufgefallen? Unsere Reise führt uns heute in die Antarktis, in eine der abgelegensten Regionen dieser Welt, die viele Geheimnisse birgt und die bis heute mysteriös bleibt. So mysteriös, dass über eisfreie Gebiete, exotische Lebensformen und außerirdische Basen spekuliert wird. Ist da was dran? Ich habe das erste Mal mit der Antarktis mich auseinandergesetzt, nach dem Interview mit PA Sports, damals. Das war ein mieses Interview, da hat er auch über die Pyramidengeschichte geredet und dann angefangen auch über den Antarktis-Vertrag zu reden. Ich weiß noch damals, wie die Leute Bock darauf hatten. Also wir haben da wirklich im Deutschen, wir haben so viele Aufrufe gemacht und so viele Leute haben Kommentare geschrieben, das war unfassbar. Also irgendwie hat man das Gefühl gehabt, dass ganz Deutschland, die Jugend, die Hip-Hop-Jugend so Bock darauf hatte, Leute zu hören, die über Themen reden, die nicht Mainstream sind so. Das hat jeder abgefühlt. Jeder hat es gefeiert. Bis dann irgendwann die ersten Leute angefangen haben, da irgendwelche Berichte drüber zu schreiben. Aber die Konsumenten haben das alle gefühlt. Alle. Und da hat der PA zum ersten Mal von diesem Antarktis-Vertrag geredet. Und ich wurde jeden Tag auf der Straße angesprochen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, so, die zu mir gesagt haben, Bro, ich bin voll in der Antarktis-Recherche drin und so krass, Digga, mit den Pyramiden auch und so, bla bla bla. Das war voll der Hype. Und ich selber wusste gar nicht Bescheid, dass es so eine Art nach dem Zweiten Weltkrieg einen Antarktis-Vertrag gab, der dann dafür gesorgt hat, dass die Antarktis in gewisse Teile aufgeteilt werden und gewisse Länder gewisse Teile bekommen haben. Weil er ja auch eben gesagt hat, das hat sich niemand angeeignet. Es ist ja aufgeteilt, aufgesplittet unter verschiedenen Ländern quasi, ne? Jetzt
bei Norman Investigativ. Die Antarktis. Eine Fläche größer als Europa und verborgen unter dem ewigen Eis. Es ist der kälteste Ort der Welt, an dem die Temperaturen bis unter minus 90 Grad fallen. Offiziell wurde die Antarktis erst im 19. Jahrhundert entdeckt. Die Landmassen wurden seitdem wie ein Stück Kuchen aufgeteilt. Interessanterweise wurde bei der Aufteilung auf die Westantarktis verzichtet. Warum? Das ist schon mal das erste Fragezeichen. So. Und vor allen Dingen ist auch nicht jedes Land, wer hat eigentlich entschieden, dass nur gewisse Länder auch einen Teil von der Antarktis bekommen? Es hat ja nicht jedes Land einen Teil, ne? Und auch heute noch stellt niemand Ansprüche auf dieses Gebiet. Warum? Die größte Forschungseinrichtung der Antarktis betreiben die Amerikaner im Süden des Kontinents. Sie nennt sich McMurdo Station und ist ganzjährig besetzt. Die Amerikaner haben wiederholt erklärt, dass sie die Gebietsansprüche anderer Nationen nicht anerkennen werden. Die gesamte Antarktis sei frei und nutzbar, dass sie die Gebietsansprüche anderer Nationen nicht anerkennen. Was? Argentinien, Norwegen, Australien, Frankreich, Australien. Australien hat zwei Teile und zwischendrin Frankreich, sagst du? Neuseeland, Chile. Unclaimed. United Kingdom. Werden. Die Antarktis gehöre niemandem, sagen die Amerikaner. Krass, also die Amis haben mal wieder ihr eigenes Ding gemacht und gesagt, nee, erkennen wir nicht an. Die Amis wieder, ich küsse euer Herz. Die gesamte Antarktis sei frei und nutzbar für alle. Ach echt, ja? Also auch für uns. Können wir ein Love-Stream-Stück vom Kuchen haben? Deutschland betreibt mehrere Stationen in der Antarktis, von denen die größte, die 50 Mann starke Neumayer 3-Station ist, die bis zum Jahre 2040 in Betrieb bleiben soll. Neuster Player in der Antarktis ist die Türkei. Ah krass, okay, das sind doch schon mehr Länder. Kolumbien auch am Start. Schweiz, Österreich, Bruder. Crazy. Türkei ist jetzt auch im Deal drin, sagst du? Diesem strategischen... Selbst Venezuela ist am Start. Möchte man sich ab dem Jahre 2041, wenn die Antarktis-Verträge auslaufen, Interessen und Schürfrechte sichern. Rohstoffe sammeln die da, wa? Doch bis dahin bleibt die Antarktis für alle ein unantastbarer Kontinent. Wie jetzt, Mann? Ist doch nicht unantastbar, wenn da 1000 Länder rumhängen. Bisher dürfen die Bodenschätze der Antarktis, und hier geht es um Erdöl, Uran, Kohle und diverse Edelmetalle, nicht angerührt werden. Doch in naher Zukunft geht es schon los und dann werden die, die schon da sind, alles untereinander aufteilen. Ah, okay, krass. Und diverse Edelmetalle nicht angerührt werden. Bisher dürfen die Bodenschätze der Antarktis, und hier geht es um Erdöl, Uran, Kohle und diverse Edelmetalle. Ah, das wurde mit dem Vertrag quasi beschlossen, dass die diese Rohstoffe und so nicht anfassen dürfen quasi, wa? Nicht angerührt werden. Doch in naher Zukunft geht es schon los und dann werden die, die schon da sind, alles untereinander aufteilen. Schon da in der Antarktis waren wohl auch unsere Vorfahren, denn auf jahrhundertealten Karten finden wir Küstenverläufe wie Piri Reise den Man, die sich uns erst heute durch moderne Flugzeug- und Radaraufnahmen offenbaren. Was ist hier los? Gab es etwa Hochtechnologie in der Antike oder war die Antarktis vor nicht allzu langer Zeit eisfrei? Watch your head! Die Theorie habe ich schon öfter gehört, mit dem nicht eisfrei. Macht aber auch Sinn.
Macht auch Sinn, das Klima der Erde hat sich ja schon immer verändert. So, es gab Eiszeiten, es gab andere Zeiten und es kann schon gut möglich sein, dass eventuell die Antarktis mal ein Gebiet war, wo auch eine Zivilisation gelebt hat. So, ich kann mir das gut vorstellen. So sieht die Antarktis unter dem Eis aus und gemessen wurde das mit einem Flugzeugluftbodenradar. Auch Radarsatelliten bestätigen, dass die Antarktis im Wesentlichen aus zwei Landmassen besteht. East Side und West Side, bro. Interessanterweise finden wir die Antarktis und seine zwei Landmassen auch auf alten Karten wieder und das eisfrei. Besonders detailreich scheint dabei die sogenannte Piri Reis Karte aus dem Jahre 1500. Da sind wir doch. Zu sein. Der Cousin darf nicht fehlen, wenn es um die Antarktis geht. Der türkische Geheimdienstoffizier Piri Reis gibt an, diese Karte aus 20 älteren Karten zusammengesetzt und dabei auch auf die Karten des Christoph Kolumbus zurückgegriffen zu haben. Die Christoph-Kolumbus-Karten sahen aber anders aus und waren auch nicht so detailreich. Projizieren wir die Piri-Reis-Karte auf einen Globus, dann decken sich nicht nur die Konturen von Afrika und Südamerika, auch die Nordküste der Antarktis zeigt hier eine Wusstet ihr, dass Afrika der größte Kontinent der Erde ist? Dass es auf allen Karten quasi falsch dargestellt wird? Habe ich letztens wieder ein Video gesehen. Crazy, ne? Warum ist das so? Nicht gute Übereinstimmung. Schauen wir uns den Küstenabschnitt, welcher diese Region hier sein sollte, etwas genauer an. Ja, und Amerika ist deutlich kleiner, alles ist deutlich kleiner, Russland ist deutlich kleiner, Amerika ist deutlich kleiner, die europäischen Staaten sind deutlich kleiner, alles ist deutlich kleiner. Wenn du die Originalkarte anguckst, dann siehst du richtig, wie Afrika raussticht, die Form von Afrika. Und die Form von Afrika ist auch was Besonderes. Ich sehe das, ich merke das. Das ist zu Hause für uns alle. Trust me. Hier zum Beispiel haben wir eine nördlich weisende Landzunge mit einer Einmündung rechts. Diese finden wir auch auf der Piri Reis Karte wieder. Links neben der Landzunge zeigt Piri Reis eine von beiden Seiten geschützte Bucht. Diese existiert so in der Art tatsächlich. Und links neben dieser Bucht ragt eine Halbinsel ins Meer, die auch bei Piri Reis zu erkennen ist. Dann hätten wir noch diese Inselgruppe, die von einer größeren Insel weiter draußen dominiert wird. Genau das liegt tatsächlich verborgen unter dem ewigen Eis begraben. Und diese charakteristische Landkette hier könnte mit dieser Struktur übereinstimmen. Die Größe passt zwar nicht, aber Piri Reis gab ja an, dass er seine Karte aus 20 anderen Karten unterschiedlicher Formate zusammengesetzt hat. Finden wir auf der Piri Reis Karte tatsächlich die Konturen der Antarktis? Muss ich kurz, weil einige Leute im Chat gefragt haben, mal das Original zeigen von der Erde. Let me show you something. This is the world map. And this is wrong. What if I told you that from here to here, it's 6,400 kilometers, but from here to here, which only looks like half the size, is 7,200. The continent of Africa has been shown smaller than it actually is. What if I told you that Greenland was only this size, or Russia was this size, or the US and Canada were much smaller? You know what? This is the real map. Boom. Look at Sweden, Finland and Norway, they're much smaller. Guck dir das an, wie Afrika raussticht. Guck's dir an. Or Greenland is tiny. Maybe
It wasn't practical, but it seems unfair towards Africa. Why haven't we been told this in school? Weil alles Propaganda ist und alles unseren Kopf ficken soll und uns eine Realität verkauft, die nicht real ist. Oh shit, Bro. Da hast du jetzt aber ein paar Aussagen getroffen, mein Jutster. Du bist doch ein mieser Verschwörungsmystiker und rechts wahrscheinlich auch noch. Kinnas. Antarktis wieder? Nein, meinen Wissenschaftler, die untere Struktur zeige nicht die Antarktis, sie sei vielmehr eine verzerrte Form Südamerikas. Das kann man so nicht hinnehmen, denn Seekarten und Küstenverläufe wurden nach Sonnenbahn und Ekliptik erstellt und der südliche Küstenverlauf liegt auf der Karte eindeutig im Süden. Die Pirireis-Karte ist da sehr genau und zeigt zur Orientierung nicht nur die beiden Wendekreise und den Äquator, sondern auch den südlichen Polarkreis. Wie konnten Menschen das vor Jahrhunderten wissen? Marc sagt, mich überrascht halt gar nichts mehr, Digga, fühle ich. Und die Antarktis so detailreich wiedergeben. Entweder nutzten unsere Vorfahren Radartechnologien, um unter die Eisdecke zu schauen, oder jemand anderes setzte vor langer Zeit Hightech ein, um Karten zu zeichnen, die von anderen wie Pirireis nur kopiert wurden. Wie auch immer, da diese Karten existieren, muss auch jemand dort gewesen sein und könnte seine Spuren und Technologien hinterlassen haben. Auf den Spuren archäologischer Artefakte und Technologien waren die Nazis. Und es war kein geringerer als Gestapo-Gründer und Luftwaffenchef Hermann Göring, oh shit, der eine geheime Mission, vorsichtig, Bro, in Antarktis anordnete und das genau in die Region. Ja, die Nazis waren besessen von der Antarktis, ne, habe ich auch schon mal gehört. Die auf der Pirireis-Karte abgebildet war. Neu-Schwabenland. Die Pirireis-Karte ist zwar türkisch, aber restauriert wurde sie, zu Zeiten der Nationalsozialisten, von einem deutschen Experten namens Hugo Ibscher aus Berlin. Krass, die Deutschen, die sind heftig, Schwester. Damit hatte das Dritte Reich, das sich sehr für alte Schriften und archäologische Artefakte interessierte, Kenntnis von der Karte und so dauerte es nicht lange, bis der Gestapo-Gründer Hermann Göring eine Erkundungsmission in die Antarktis anordnete. Dafür wurde ein Katapultschiff namens Schwabenland mit Aufklärungsflugzeugen und Kameras beladen und unter strikter Geheimhaltung zu genau diesen Koordinaten auf die Reise geschickt. Die haben mies recherchiert, die Jungs, wa? 1939 erreichte die Schwabenland das Zielgebiet und führte 3 Wochen lang Aufklärungsflüge und Messungen durch, wobei eine Fläche von über 350.000 Quadratkilometern, so groß wie Deutschland, abfotografiert und in Besitz genommen wurde. Von den über 11.000 gemachten Fotos und Aufnahmen bleiben bis heute nahezu alle spurlos verschwunden. Tschüss. Warum? Aus diesem Grund ist völlig unklar, ob dort irgendwas entdeckt, gefunden oder abtransportiert wurde. Bis heute halten sich hartnäckige Gerüchte, dass dort geheime Basen und Militärstützpunkte unterhalten werden und dass deutsche Truppen, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg dorthin zurückgezogen hätten, mit ihren Flugscheiben und Geheimtechnologien immer wieder in das Weltgeschehen eingreifen. Das ist eine heftige Theorie, Bro. Habe ich auch schon mal von gehört. Es gab doch mal auch die Theorie, dass Hitler einen Dampfer gemacht hat darüber, ne? Mit einem U-Boot oder so. Es gibt doch diese offiziellen Dokumentationen bei NTV und so, wo die auch das in Frage stellen, dass er sich selbst umgebracht hat in diesem Bunker. Flugscheiben mit den Männern, Alter. Wer weiß, vielleicht haben die da Kontakt aufgenommen mit den Aliens und haben da irgendwelche Dinge gebaut. Who knows, Bro? Bewiesen sind diese Gerüchte jedoch nicht.
Ja, ja, Suki, Digga, da jetzt darfst du dich hier nicht verabschieden, Bro. Also es ist hier immer spannend, Brudi. Miese Normenrecherche, aber wir sind nicht mal bei der Hälfte. Also entspannt zurücklehnen und zugucken. Aktuell unterhält Deutschland über 5 Forschungsstationen in der Antarktis, die sich dabei nur rein zufällig auf den Gebieten von Neuschwabenland befinden. Rein zufällig, sagst du? Nachdem das Dritte Reich besiegt wurde, waren die Amerikaner beeindruckt wie schockiert von den vorgefundenen geheimen Basen und Technologien der Deutschen, die allesamt eingesammelt und in die USA abtransportiert wurden. Dabei fiel den Amerikanern sicher auch Material über die Schwabenland in die Hände und so musste schnell eine Mission zum Südpol her, um zu schauen, was die Deutschen dort getrieben haben. Auf dem Weg dorthin machte sich der legendäre Admiral Byrd und das mit einer riesigen... Oh shit, Admiral Byrd sogar einbezogen hier? ...Armada aus Kriegsschiffen und Flugzeugen. Norman richtig motiviert hier in dem Video, ne? Ist schon ein bisschen älter auch, glaube ich. Ein Jahr nach dem Zweiten Weltkrieg machten sich die Amerikaner mit einer riesigen Flotte von 12 Schiffen, davon 3 Flugzeugträgern, einem U-Boot, 26 Flugzeugen und rund 30 Helikoptern, auf in die Antarktis. Boah, was geht ab, Bro? Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich so einen Aufwand geben, wenn die nicht schon wüssten, dass da irgendwas ist. Weißt du, was ich meine? Da schickst du doch nicht so einen ganzen Aufmarsch dahin, wenn du nicht davon ausgehst, dass es da irgendwas gibt, so, weißt du? Die haben die Unterlagen von den Nazis gefunden, haben da gesehen, okay, krass, so, okay, da müssen wir jetzt hin, Digga. Und wir müssen uns auch hart bewaffnen, weil vielleicht sind die noch da. Direkt nach dem Krieg war das der größte militärische Aufmarsch der Amerikaner. Nach dem Krieg der größte militärische Aufmarsch der Amerikaner, also, Bro. Sie nannten es Operation High Jump. Das gesamte Unternehmen stand unter dem Befehl von Admiral Richard Byrd, der sich als erfahrener Polarforscher einen Namen gemacht hatte. Krass, also das ganze Ding war sogar unter Befehl von Admiral Byrd, oder was? Diese ganze Operation. Ich habe gedacht, er war einfach nur ein Teil dessen. Ich wusste nicht, dass es unter sein... Weil der hat ja ganz heftige Tagebücher geschrieben und da ganz heftige Geschichten erzählt, die also unfassbar sind teilweise, ne? Das Ziel der Mission war die Erkundung des Südpols samt seiner umliegenden Gewässer. Eine wissenschaftliche Mission, die von Militärs geplant wurde. Insgeheim aber scheint man an Neuschwabenland interessiert gewesen zu sein, dem vermeintlichen Rückzugsort des deutschen Widerstandes. Später gab man an, dass man die Tauglichkeit militärischer Geräte unter arktischen Bedingungen testen wollte. Ah jo, genau, die Tauglichkeit testen. Nee, ist klar, Bro. Um für einen Angriff des Feindes über die Polkappen gewappnet zu sein. Also wie der CIA sich wieder irgendwas aus dem Arsch zieht, Digga, ist klar. Doch dafür hätte man nicht bis ans andere Ende der Welt fahren müssen. Im nahen Alaska wäre die Mission ebenfalls möglich gewesen. In der Antarktis angekommen, landeten die Amerikaner auf der genau entgegengesetzten Seite zu den Deutschen und schlugen sogleich ihre Lager auf. Digga. Sind das Originalaufnahmen? Aufklärungsflugzeuge wurden ins Landesinnere geschickt, um die Region bis nach Neuschwabenland abzulichten.
Dabei wurden über 70.000 Luftaufnahmen gemacht, die da... Das ist so ein Act, überleg mal, was für ein Act? Jetzt warum? Mann, die wussten, dass da irgendwas ist, Bro. Und die haben Angst gehabt, dass die Nazis noch da sind und dass sie dann kämpfen müssen. Aber die müssen ja um irgendwas kämpfen. Das machen die ja nicht einfach nur so, oder? Grafie und Aufklärung dienten. Geiles Video, ne? Feier ich. Wie findet ihr das Video? Eins in den Chat, wenn ihr es fühlt. Norman investigativ immer sehr stark. Er ist der Vater von diesen ganzen Leuten, auf die wir auch reagieren, so Riddle.de und diese ganzen Leute so. Norman ist der Daddy, Bro. Muss man so sagen, wie es ist. Kannst du sagen, was du willst. Die Mission wurde nur nach 8 Wochen vorzeitig abgebrochen. Als Gründe wurden das schlechte Wetter und Verluste an Mann und Material genannt. In der rechtsesoterischen Szene. Bro. Ist jedoch, Admiral Byrd und seine Leute wurden von Reichsflugscheiben angegriffen und in die Flucht geschlagen. In einem seiner späteren Interviews soll er Admiral Byrd vor dieser Bedrohung gewarnt haben. Ich möchte niemanden erschrecken, aber die bittere... Digga, der Norman ist der geilste, Bruder. Dann hat er einfach so irgendeinen Stimmenverzerrer angeschmissen und dann so getan, als ob ein irgendein anderer Typ gerade redet. Ja. Geil. Die Realität ist, dass im Falle eines erneuten Krieges die Vereinigten Staaten durch fliegende Objekte angegriffen werden, welche mit unglaublicher Geschwindigkeit von Pol zu Pol fliegen könnten. Dieses Zitat ist so, aber nicht ganz richtig. Im Originaltext steht: I'm not trying to scare anyone, but the cruel reality is that in case of a new war, the United States could be attacked by planes flying over one or both poles. Er teilt hier also nur seine Befürchtung mit, dass im Falle eines zukünftigen Krieges die USA auch über die Polkappen angegriffen werden könnten und das mit normalen Flugzeugen. Von irgendwelchen überschnellen Flugobjekten ist hier nicht die Rede. Okay. In den Aufzeichnungen der Amerikaner finden Sie auch keine Einträge über geheime deutsche Basen in oder unter der Antarktis und auch nichts über einen UFO-Angriff. Krass. Die Mythen um die Antarktis wurden mit Admiral Byrd noch nicht beendet. Ganz im Gegenteil, mit ihm ging es erst richtig los. Nun hieß es, irgendwo in der Antarktis, fern von Neuschwabenland, da gäbe es eisfreie und warme Zonen und genau dort hätten sich die Nazis mit ihren Wunderwaffen verschanzt. Admiral Byrd habe diese Gebiete rein zufällig entdeckt, als er mit seinem Flugzeug versehentlich durch ein Loch am Südpol in die hohle Erde flog. Schwierig, Digga. Sag ich dir ehrlich. Wir hören mal weiter. Ja, ja. Die hohle Erde. Hohle Erde. Da sage ich nur, wenn die Erde hohl ist, wie kann sie da flach sein? Ja, Bro. Spaß beiseite. Eisfreie und warme Zonen. Bester Mann, Norman, ja, bester Mann. In der Antarktis. Kann das sein? Thank you.
In der Antarktis existieren tatsächlich eisfreie Gebiete und das teilweise mit flüssigem Wasser. Wie zum Beispiel hier am Don Juan See. Echt? Besonders warm ist diese Gegend nicht, trotzdem friert der See auch bei minus 50 Grad nicht zu. Krass. Das liegt am hohen Salzgehalt von mehr als 40%. Salty Vibes. Der Don Juan See gilt als das salzigste Gewässer der Welt und gehört zum Wright Valley, dem trockensten Gebiet der Welt. Seit Millionen Jahren fiel hier kaum Niederschlag, weswegen diese Region eisfrei und trocken ist. Der Wright Valley wird als Mars-ähnlich eingestuft, gilt als exobiologisches Studienobjekt und beherbergt extremophiles Leben. Von da kommen die Marsaufnahmen. Aha. Wissen wir Bescheid. Area 51 ist Mond, Antarktis ist Mars. Alright, man. Im Westen der Antarktis liegt die Bangar-Oasis, die mit einer Größe von über 900 Quadratkilometern etwa so groß ist wie das Bundesland Berlin. In der Bangar-Oasis können die Temperaturen bis auf plus 7 Grad steigen und es gibt Süßwasserseen und einfache Vegetation dort. Admiral Byrd entdeckte diese Oase während der Operation High Jump. In einer Videodokumentation wurde das Erstaunen über diese Region in Film und Ton festgehalten. Rugged mountain ranges as far as the eye can see. Bunger leans forward in amazement. His eyes have caught a sudden and unbelievable change in scenery. The universal white has turned to chocolate brown, dotted with blue. A cameraman goes into action. 300 square miles of land without snow. Land that might be in New Mexico or Arizona. Pictures alone will prove Bunger has discovered a warm oasis in the shadow of the pole. It is for such supreme moments as this that men brave the hardships of exploration. The astounding, undreamed of fact is that they are over a chain of warm water lakes whose shores, except for small patches, are free of ice and snow. Commander Bunger circles the largest lake in sight, 5 miles long. He comes in to make a landing. Water temperatures must be recorded. Samples taken. He finds the water fresh. Temperature 38 degrees Fahrenheit. On the shores are vast deposits of coal and of minerals of the utmost importance to civilization. Es war wohl diese Entdeckung, die mit dem Namen Admiral Byrd in die Mythenbildung zur hohlen Erde einging. Admiral Byrd ist dabei weder durch ein Loch geflogen, noch traf er dort auf Nazis. Die Bangar-Oasis taucht einfach so, mitten zwischen den Gletschern und Eispanzern, als mildes Gebiet auf. Ja, Leute haben da echt einen Film draus gemacht, auch bei dem Admiral Byrd, ne? Also ich habe mir da mal ein Video reingezogen von Keanu, glaube ich, hat da mal drauf reagiert, wo der dann da sich irgendwie die Tagebücher reingezogen hat und was da drin stand, das war aber was ganz anderes. Die eisfreien Gebiete in der Antarktis sind für jeden frei zugänglich und niemand muss dafür durch ein Loch fliegen und schon gar nicht für jeden, wenn diese Gebiete durch Nazi-Flugscheiben verteidigt. Nazi-Flugscheiben, Bruder, ja. Die Erde ist also weder flach noch hohl und es existieren noch keine weiteren Welten unter der Eisdecke. Oder doch? Oder doch? Wer weiß, ob die Tagebücher wirklich echt sind? Ja, ich bezweifle es, Bro.
Dass die Erde hohl oder flach ist, bezweifle ich auch, Digga. Auch wenn ich hier einige Träume kaputt machen muss oder Leute enttäuscht sind. Ja, aber ich bin da wirklich auch auf Normans Seite, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Und das heißt nicht, noch lange nicht, dass man nicht kritisch ist oder nicht querdenken kann oder eine eigene Meinung hat, aber ja, Digga, ich glaube nicht, dass die Erde flach oder hohl ist, Bro. Während der letzten Eiszeit lag die gesamte Ostsee unter einer Eisdecke von 4 Kilometern Höhe begraben. Ähnliches finden wir heute in der Antarktis. Norman ist auch Mainstream, schreibt einer rein. Nur weil er nicht glaubt, dass die Erde rund oder dass die Erde flach oder hohl ist, ist er Mainstream, sagst du, ja? Auch dort Digi, der hat das Video dreimal hochgeladen und jetzt auf Rumble, weil es nicht funktioniert auf YouTube. Sich eine Menge Seen unter kilometerdicken Eisschichten. Ich frag mich aber warum. Zu viel Nazi-Flaggen und so wahrscheinlich, wa? Aber ich glaube nicht, dass das gesperrt wird, wenn ich das hochlade, sage ich euch ehrlich. Ist ja nicht wild. Da unter ihnen ist der Wostoksee, der mit einer Länge von über 250 Kilometern 30 Mal so groß ist wie der Bodensee. Mit einer Tiefe von 1200 Metern scheint der Wostoksee zudem auch nicht ganz durchzufrieren, zumal die Antarktis auch unter dem Eis vulkanische Aktivitäten zeigt. Probebohrungen der russischen Station Wostok, nachdem dieser See benannt wurde, ergaben, dass dort zumindest bakterielles Leben... Von dem See haben wir auch schon sehr oft gehört, ne? Riddle.de-Videos und so. Der Wostoksee, der Jutzte. Der Wostoksee ist auch deswegen so interessant, weil er sich als Modell- und Studienobjekt für außerirdische Lebensformen anbietet. Ähnliche Lebensräume werden auch auf dem Jupitermond Europa und auf dem Saturnmond Enceladus vermutet. Auch hier befinden sich kilometerdicke Eisschichten, die auf einem Ozean ruhen. Sollten sich am oder um den Wostoksee Hohlräume befinden, dann würden die sich vermutlich mit Methan füllen. Weil die Gase aus biologischen Prozessen unter dem Eis nicht entweichen können. Methan unter dem Eis, sowas kennen wir aus Sibirien. What the fuck? Sich die Leute immer wieder Späße auf den zugefrorenen Seen erlauben. Digga, krass, einfach Methan unterm Eis. Mit dem Wostoksee hätten wir somit nicht nur ein extraterrestrisches Studienobjekt, sondern auch eine Methanatmosphäre drumherum. Crazy. Und hier beginnen die Spekulationen. Gut, einfach mal, geil, einfach mal Methan anzünden, was soll schon passieren? Ey, die Russen sind eh crazy, sag ich dir ehrlich. Kennt ihr nicht auch die Videos, wo die irgendwie auf so... Also die Russen sind krass, wirklich krass. Wo die da irgendwie rumhampeln auf irgendwelchen Gerüsten, ganz weit oben und so. Die haben nicht viel Angst, die Jungs innen, ja? Denn uns Außerirdische besuchen, die eine Methanatmosphäre und hohe atmosphärische Drücke bevorzugen, dann würden sie sich genau hier niederlassen. Paruski Blatt. Und geschützt von der Sonne wären sie auch, falls sie das UV-Licht nicht vertragen. Die Außerirdischen müssen sich dabei nicht unbedingt am Wostoksee verstecken. Vielleicht hier. Wir erinnern uns,
Dieses Stück Antarktis wird merkwürdigerweise von niemandem beansprucht. Und wenn möglich, bleiben Forscher dieser Region fern. Verstecken sich hier geheime außerirdische Basen in verborgenen Hohlräumen. Wow, jetzt ist die miese Recherche angeschaltet worden. Unter dem Eis von Rhinox, ich hoffe, du bist da. Immer wieder UFOs aufsteigen. Und rein in die hohle Erde, mein Jutster. Und gibt es eventuell eine Übereinkunft mit denen? Vielleicht sind die Teil des Antarktis-Vertrages. Da liegt tatsächlich eine verborgene Welt in der Antarktis begraben und das umgeben von einer Methanatmosphäre. Der ideale Ort für Aliens, genau hier geheime Basen einzurichten. Ist also doch was dran an den UFOs am Südpol und stammen die alten Karten eventuell von außerirdischen Besuchern, die sich genau hier niedergelassen haben? Darüber dürft ihr jetzt nachdenken, denn darüber dürfen wir jetzt nachdenken, Digga. Rhinox, hast du dafür eine Lösung, mein Jutster? Also, ich finde es schon faszinierend, dass es auf jeden Fall diesen Teil gibt von der Antarktis, der nicht zugeordnet ist. Also, den keiner bekommt, wo keiner forscht, wo keiner eine Basis hat. So. Why? Da muss schon irgendwas dahinter stecken, oder? Oder was ist denn die offizielle Begründung dafür? Wir machen hier Schluss. Die Kommentarfunktion. Da klingelt ein Telefon bei ihm im Hintergrund. Steht euch offen. Abonniert diesen Kanal und wer möchte, kann das Projekt Norman Investigativ durch eine kleine Spende. Ich küsse doch dein Herz, Norman. Danke für das geile Video. Also ist nicht auf dem Norman-Kanal, sondern einfach hier auf Rumble. Ja, Mann, geiles Video. Mal wieder Antarktis-Recherche. Schon lange her. Liebe geht raus auf jeden Fall an die ganze YouTube-Community. Schreibt eure Gedanken dazu, wie immer, unten in die Kommentare rein. Ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Stream, im nächsten Video, meine ich. Bis dahin, macht's gut. Peace out.